Guten Abend YouTube, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute packe ich Formel 1 2015, das ist am 10. Juli für die Xbox One, PlayStation 4 und den PC erschienen. Und ja, ich packe es heute aus am offiziellen Release. Es ist schon was spät, ich hoffe, die Lichtverhältnisse sind in Ordnung. Und ich habe es mir halt für die PS4 gekauft, weil ich keine Xbox One habe, noch nicht. Und PC-Spieler bin ich nicht. Wenn man es bei Amazon vorbestellt hat, dann hat man ein Steelbook umsonst dazu bekommen, das gucken wir uns dann gleich an. Hier haben wir das Cover mit verschiedenen Fahrern: Hamilton, Alonso, Vettel, Ricciardo und Massa. Dann haben wir hier McLaren, Ferrari und Mercedes mit der Stimme von RTL-Kommentator Heiko Wasser, RTL. Entwickelt wurde das von Codemaster Racing, ist ab 9 Jahren freigegeben. Und ja, ich habe gestern gelesen, dass es keinen Karrieremodus gibt. Finde ich etwas schade, muss ich sagen. Aber man kann Meisterschaften fahren. Das mache ich auch gern. Ich bin ja ehrlich, bei den letzten Formel 1, nee, 2013 habe ich die Karriere zweimal durchgespielt. Man kann sie mal weiter durchspielen. Eine Weltmeisterschaft reicht mir. Ich hoffe aber, dass es eine Meisterschaft online auch gibt, weil das mache ich gerne ab und zu mal, so eine Meisterschaft zu zweit fahren. Geht so ein Spieler offline, Netzwerkspieler 2 bis 16. Brauchst du aber PlayStation-Abonnent, musst du sein, also PlayStation Plus. Braucht 22 GB, DualShock 4 Vibration wird unterstützt. HD-Videoausgang 720p, 1080i und 1080p und unterstützt Room Play. Ja, neue TV-Übertragung, eine neue Engine hat das Spiel bekommen. Neue Meisterschafts-Season-Modus, neuer Pro-Season-Modus. Ja, ich bin mal gespannt. Ich hoffe, es ist realistisch. Das letzte Formel 1 für die PlayStation 3 und Xbox 360 habe ich mir noch nicht gekauft, werde ich mir aber auch noch holen. Ich fand, 2013 war ein echt ein guter Fortschritt, muss ich sagen, weil mir hat das Fahrhandling sehr gut gefallen. Da musstest du wirklich aufpassen, dass du nicht zu aggressiv wirst, weil ich hatte da oft bis zur letzten Kurve sogar oft Duelle mit den Gegnern. Ja, 2013 hat mir aber auf jeden Fall sehr gut gefallen. 2014 habe ich noch nicht und da bin ich jetzt hier einfach mal gespannt. Packen wir jetzt einfach mal aus. Und ja, gucken wir mal rein, was da dabei ist oder auch nicht. So sieht es wie gesagt aus. Ein Booklet, dann die Disc schlicht und ja, mal gucken wir mal in das Booklet rein. Wir kommen bei F1 2015. Die Steuerung ist jetzt auch wieder nichts Bewegtes hier, also Weltbewegendes, aber das finde ich in Ordnung für die heutige Zeit und es duftet gut. Ja, das. Und dann hat man noch bei Amazon das E-Book bekommen. Und ich habe gesehen, mein E-Book hat schon ein paar Beschädigungen. Aber das zeige ich euch jetzt. Und zwar ist es hier schon ein bisschen der Lack ab, hier oben, wo mein Finger ist. Und hier oben drauf. Vielleicht sieht man es hier. Sind jetzt nur zwei kleine Punkte. Ist okay. Da ist aber auch was drin, glaube ich. Gucke ich mal rein. Also sieht es auf jeden Fall aus. Und ja, was ist denn da drin? Ah ja, dieses Guidebook hat einen glänzenden Umschlag. Und ja, KZ ab. Die Strecken. Oh, das finde ich cool. Da stehen sogar die Rekorde. 2018 hat hier Räikkönen, 2008, nicht 2018, hat Räikkönen hier einen Lap-Rekord von 1 Minute 21 gemacht. Das finde ich cool. Ob man das haben muss, ist jetzt Geschmackssache. Ich bin eben Formel 1-Fan. Ich komme aus der Ecke von Schumi. Da ist man automatisch Motorsport-Fan. Und ja, Formel 1 mag ich sehr gerne. Und mal gucken, wie es ist. Ich gebe dem Spiel eine neue Chance auf der neuen Konsole. Das letzte, wie gesagt, habe ich noch nicht. Aber ich hoffe mal, dass es genauso gut ist wie 2013. Und 2013 hat mir sehr gut gefallen. 2012 hat mir schon sehr gut gefallen, aber 2013 war für mich bis jetzt das beste Formel 1 Spiel. Mal gucken, ob 2015 da rankommen wird. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr euch Zeit genommen habt für mein neues Video. Ich muss jetzt was trinken. Bin hundemüde irgendwie. Ich weiß nicht warum. Liegt bei der Hitze heute, aber so heiß war es gar nicht. Warum schweife ich überhaupt so ab? Egal. Ja, ich bedanke mich schon mal ganz herzlich, dass ihr euch Zeit genommen habt. Würde mich über eure Kommentare und Bewertungen freuen. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis bald. Auf Wiedersehen. Tschüss.